wo es an manchen Punkten gar nicht so schlecht aussah. Oh, warum ist die Anzeige mal so lange weg, ey? Kommt jetzt gar nicht mehr wieder, oder was? So. Ja, Jungs, wie soll ich euch denn so abhängen mit den Rädern? Fahnenstufe gestiegen. Ey, mir ist das jetzt zu. Ich lass mich jetzt anhalten. Ja, stellt mich. Mein Gott. Jo, ist so. Kann ich nicht ändern. Da hast du keine Chance. Und ich glaube, da war auch keine Werkstatt mehr in der Nähe. Die wären wir mit den Felgen nie losgeworden. Weil Reifen hatten wir keine mehr drauf. So, wir haben noch irgendwelche Modifikationen, habe ich gerade gesehen. Die Rennreifen mal installieren, das ist gar nicht verkehrt. Und jetzt versuchen wir das einfach nochmal. Wenn es dann nicht klappt, dann warte ich erstmal eine Zeit wieder. Überlege ich mir eine andere Taktik. Aber die Taktik jetzt wird sein, einfach mal nicht durch die Krähenfüße zu fahren. Was natürlich leichter klingt als, oder sich leichter anhört, als es wirklich ist. Aber wir versuchen uns einfach mal ein bisschen mehr Mühe zu geben als eben gerade. Und da wieder mehr drauf zu achten. Weil bei dem Rennen waren ja wirklich an jeder Ecke welche. Und das ist der Lexus dadurch keine einzige Falle durchfährt oder durch kein einziges Nagelbrett durchfährt. Das ist schon ein bisschen unrealistisch. Wenn wir gleich mal durch zwei auf einmal durchfahren. Oder er fährt da durch und kriegt dadurch keine Blattfüße, kann natürlich auch sein. Obwohl ich das wiederum nicht glaube, aber naja, man weiß es nicht. Nur ist mir da noch nie einer durchgefahren, also ist das schon ein bisschen komisch. Ja, ich habe euch... Oh Mann! Also das Handling ist manchmal echt sehr gewöhnungsbedürftig. Haben wir den schon? Ich glaube noch nicht. Mitsubishi. Ein Lancer. Evo. Auch sehr geile Karren. Aber gegen einen Lexus LFA doch nutzlos. Es sei denn, da ist ordentlich was dran gemacht, aber... Mit den normalen 280 PS, die die Kisten haben, oder vielleicht 350 oder so, kommen die da nicht ran. Das ist eine ganz andere Klasse. Und ich bin schon wieder dran vorbeigefahren. Yippie. Handbremse und rum. Wieso zieht mein Controller eigentlich so nach links? Sehr merkwürdig. Okay, versuchen wir das einfach nochmal. Wenn wir wieder scheitern, dann müssen wir gucken, dass wir ein anderes Auto finden oder den hier weiter aufrüsten. Kann ich das Intro jetzt nicht auch irgendwie überspringen oder muss ich mir das angucken? Naja. Ach, guck mal, da tauchte das auch eben auf. Ja, zum Überspringen. Was denn? Strich oder? Naja. So. Ich dachte, der lädt hier noch lange, aber... Ich wollte gerade mal einen Schluck trinken, aber das war ein schlechter Zeitpunkt. Na gut. Ist ja kein Problem. Oh ja, ich sehe die Krähenfüße wieder. Da waren auch noch welche, das ist ja schon mal geil. Okay, die haben am Anfang auch hundertprozentig nicht mit... Ja, ja, sauber. Die haben am Anfang hundertprozentig nicht mitgenommen, weil wir da unten lang gefahren sind. Wir haben einfach nur Schweigen gehabt, dass wir einen anderen Weg gefahren sind. Alter, wie... Wie dicht kommt der bitte wieder rauf? Ich guck lieber nicht nach hinten. Zentrale,
Oh, mit... Ach, Mist, da hätten wir geradeaus durchfahren können. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob uns das einen wesentlichen zeitlichen Vorteil gebracht hätte, aber... Hätte bestimmt was gebracht. So, jetzt echt gucken, dass da nichts Gelbes aufleuchtet irgendwo. Dann lieber voll den Abflug machen. Das können wir wieder aufholen. Ja, da war es wieder. Da auch. Sperre getroffen. Ach so, ja, den Wagen. Was? Ach nö. Oh, verdammt, ey. Kann nicht angehen. Wir haben schon wieder eine Sperre mitgenommen. Das gibt's nicht, wie viele Sperren hier aufgebaut sind, ey. Nee, ich brauche jetzt mal eine Werkstatt. Er fährt nicht schneller. Ach ja. Ja, super, da ist wieder eine. Was? Er ist aber auch da durchgefahren. Oder? Das ist eine Werkstatt. Das ist eine Werkstatt. Das ist eine Werkstatt. Hallo. Ja. Nein. Oh, das kann nicht angehen, ey. Ey, jetzt sind wir wegen diesen blöden Unfall da nicht hochgekommen. Hallo? Was soll man da denn ausweichen, ey? Moment. Kann ich irgendwie neu... Neuen Versuch. Ey. Das kann echt nicht angehen, ey. Nee. Wenn wir durch die Werkstatt gekommen wären, die habe ich ja auch angesteuert, aber... Durch den Unfall wurden wir zu einer anderen Stelle portiert. Und wieso kann ich das nicht über... Doch, kann ich mit Escape. Sind die Straßensperren eigentlich immer an der gleichen Stelle? Ja. Da war die vorhin ja auch schon. Sauber. Also mit dem Auto haben wir auf jeden Fall eine Chance gegen den. Nur nicht, wenn diese behinderten Straßensperren kommen. Ich fahre mal auf die andere Seite. Ob das was bringt, ist natürlich die Frage, weil die auf beiden Seiten sind. Und diesmal haben wir mal die andere Strecke hier gekriegt. Ja, war jetzt keine wirkliche Abkürzung, also... Dadurch, dass wir voll durchs Gelände gefahren sind, das hat uns natürlich jetzt auch Zeit gekostet. Am besten an der Seite irgendwie fahren. Jupp. Die Werkstatt brauchen wir jetzt nicht. Und am besten gleich an einem Tunnel müssen wir auch um... Wir fahren glaube ich auf der linken Seite. Ich meine, da war auf der rechten Seite eine. Ja, ich glaube, da war eine. Genau. Die haben wir diesmal auch... Die haben wir diesmal auch überwunden. Hier war noch eine. Oh. Ja, gut. Das können wir wieder aufholen. Da vorne ist eine. Ich sehe sie. Fahren wir oben rum, das geht auch wunderbar. Ah, ja, ein Abschuss. Ja, voll den Takedown gemacht. Aber das Blöde ist, ich glaube... Oh, da waren wir aber ganz knapp am Nagelbrett vorbei. Nicht nach hinten gucken. Wie viele Nagelbretter wollt ihr noch auslegen, ey? Boost. Kontrollpunkt, Kontrollpunkt.
Ziel, 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 komm, komm, komm. Was? Nee, ey, das... Habt ihr das gesehen? Ey, das ist doch nicht mehr wahr. Das ist doch nicht wahr, ey. Okay. Na gut. Jetzt wollen wir es erstmal nicht nochmal machen. Jetzt bin ich erstmal beleidigt. Ey, das kann echt nicht angehen. Habt ihr das gesehen? Wie knapp das war? Ey, das gibt's doch nicht. Danke. Mann, ey, mein Herz ist so am Klopfen, ey, das glaubt ihr gar nicht, ey. Ich hab einen Puls, ey. Mindestens 200, mindestens 200. Ich sag euch das, ey. So, jetzt hängen wir diese blöden Cops ab. Ey, ich hätte noch über die Ziellinie fliegen müssen, ey. Das war, also, wirklich allerletzten Moment. Hat der uns noch gekriegt. Dafür jage ich den jetzt, ey. Ja, schönen Takedown gemacht. Damit hätten wir ihn gehabt. Mann, das kann echt nicht angehen. Das Verkehren hat uns gerade eben nicht, natürlich nichts gebracht. Da wir gerade so eben an der Stelle waren, wo es unnütz war. Und hier kommt natürlich keine Werkstatt. Ja, warte mal eben. Die Stufe ist ja gleich zu Ende. Oh, jetzt sind wir wieder blau. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Oh, das ärgert mich jetzt ja sowas von. Ey, das glaubt ihr gar nicht. Das kann echt nicht angehen. Sowas Knappes, ey. Naja, okay. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt und ich beende an dieser Stelle diese Aufnahme mal wieder und wir sehen uns dann in der nächsten. Also bis denn und tschüss.